Wir sind mittendrin im Hochsommer, jetzt Ende Juli. Und Hochsommer bedeutet wettertechnisch auch immer, es knallt ordentlich, ganz viele Gewitter sind immer drin und das ist heute unser Thema. Ja, es blitzt viel über Nordrhein-Westfalen. Für viele ist das faszinierend, solche Gewitter zu sehen. Wir hatten heute schon jemanden da, der sagt, ich fahre extra dahin, wo es so blitzt und donnert, um dann Fotos zu machen. Und sie haben uns auch Fotos geschickt, die zeigen wir Ihnen mal. Zum Beispiel das hier. Das ist natürlich auch ein tolles Bild. Da hat uns Chantal zugeschrieben, da ich bei Gewitter nicht schlafen kann, nehme ich auch fast jedes Gewitter mit. Hier mal eins von vor 3 Wochen. Ist allerdings nicht von dem Unwetter, das Werl verwüstet hat, schreibt sie, sondern ein paar Stunden später entstanden. Dann haben wir dieses Bild noch, das zeigen wir Ihnen auch noch mal. Boah, alle kommen zusammen. Das sieht krass aus, oder? Das ist echt heftig. Von Martina Behrendt, das Bild ist in Schloss Holte-Stukenbrock auf der Haustür entstanden. Wow. Nicht schlecht. Und viele Leute, die anhand schon instinktiv rausgehen bei Gewitter und Fotos machen. Ne? Das zum Beispiel auch noch von Lisa Eckrott hat sie uns geschickt. Bestwig letztes Jahr an Pfingsten. Wunderschön, ich liebe es. Also das finde ich erstaunlich, weil also ich bin da eher ein bisschen schissig, muss ich sagen. Ich weiß, du natürlich nicht, ist klar. Aber es gibt viele, die sagen, oh nee, da gehe ich nach Hause und guck lieber, dass ich alle Türen und Fenster zumache. Aber dann ist natürlich auch die Frage, ist das Haus denn richtig gesichert und kann da wirklich nichts passieren? Darum geht es heute Nachmittag auch bei uns. Der Blitz bei Gewitter sieht spektakulär aus, aber er ist auch brandgefährlich. Ganze Hausdächer können binnen weniger Minuten in Flammen stehen. Die Feuerwehr rückt an und nach der Löschung ist das Haus meist unbewohnbar. Für die Eigentümer eine Katastrophe. Aber wenn das Gebäude selbst intakt geblieben ist, kann ein Blitzeinschlag sämtliche Geräte im Haushalt gefährden. Der Blitz setzt nämlich eine hohe Spannung frei und diese kann unsere Stromnetze buchstäblich fluten. Die ans Netz angeschlossene Technik hält dem oft nicht stand. Wer also will, dass seine Telefonanlage, Laptop und Co. unbeschädigt die Gewitterstürme und Blitzeinschläge überstehen, muss für einen speziellen Schutz sorgen. Also ich kann Ihnen nicht erzählen, wie das geht. Ich möchte das selber auch gerne wissen, weil ich gar nicht weiß, ob bei mir zu Hause alles sicher ist. Deshalb haben wir Andreas König eingeladen. Der ist nämlich Experte für sowas. Sie kriegen auch so einen Empfang. Sehr schön, hier. Oder? Hallo, Herr König. Schön, dass Sie da sind. Ist das bei Ihnen auch eigentlich so? Ist das bei Gewitter und Blitz lieber zu Hause bleiben oder sind Sie einer, der Fotos macht? Fotos weniger. Ja, genieße ich das Marketing entsprechend, dass man halt Bewusstsein schafft, was für, also was gegen Gewitter zu tun, ja? Mir nach heute. Ja. Möchten Sie ein Wasser, Apfelschorle, irgendwas? Wasser. Wasser geht nicht. Von den Blumen, bitte. Blumenwasser gibt es nicht bei uns, generell nicht. Nein, 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 das bekommen Sie. Ich denke immer, dass der Blitz doch nur in richtig große Häuser einschlägt oder große Gebäude. Vielleicht gehe ich da jetzt ein bisschen naiv rein, es tut mir leid, aber heißt das, dass ich zu Hause prinzipiell erstmal geschützt bin, wenn mein Haus eben nicht so hoch ist? Also prinzipiell vom Blitz direkt kann eigentlich fast jeder getroffen werden. Der Blitz ist kurzsichtig. Der weiß eigentlich da oben noch nicht, wo er einschlagen will. Mhm. Erst auf letzten paar Meter, letzten 100 Meter, 50 Meter, manchmal 300 Meter, je nachdem wie groß der ist, kommt die Entscheidung für ihn, wird er wo einschlagen. Und dann, entsprechend wenn er einschlägt, wird der Strom sich ausbreiten. Ja. Auch wenn nicht bei Ihnen zu Hause einschlägt direkt, was seltener vorkommt, sondern in der Umgebung irgendwo, Strommasten, ein Baum, wo immer, wird der Strom sich aber schön von da aus ausbreiten können und dann zum Beispiel über Telefonkabel, Stromleitungen sich dann ganz langsam ins Gebäude, ja nicht langsam, blitzschnell ins Gebäude reinschleichen und dann was kaputt machen können. Also das heißt, der Blitzableiter, den ich aus dem Haus haben sollte, der hilft mir dann in dem Moment gar nicht? Der hilft Ihnen, dass Sie schon mal im ersten Moment keinen Brand im Dachstuhl haben. Okay. Das ist richtig. Also das heißt, der ist ganz, ganz wichtig. Richtig. Mhm. Im Prinzip für direkte Einschläge unverzichtbar. Ja. Nur anschließend kann es passieren, dass der Blitz dann unten im Keller für einen unkontrollierten Überschlag sorgt und dort einen Brand verursacht. Und dann brennt das Haus halt nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben. Okay, genau. Also Sie sagen, Blitz schlägt zum Beispiel den Baum an, in Strommast und dann durch die Leitung kommt das Ganze zu mir. Dann haben wir von da aus. Und das kommt viel häufiger vor. Sie können davon ausgehen, dass Sie, ja, der muss gerade wohnen, locker zwischen 1 bis 5 Blitzeinschläge pro Jahr, pro Quadratkilometer haben. Und dann können Sie ja ausrechnen, wie groß die Gefahr ist, dass sowas mal vielleicht wirklich so 200 Meter, 100 Meter in der Nähe direkt einschlägt. Und dann haben Sie definitiv
dann auch Auswirkungen zu spüren. Das heißt, dann sind bei mir die Geräte kaputt, wie Computer, der angeschlossen ist, Telefon und so weiter. Ja, alles, was heutzutage Elektronik ist, ist sehr empfindlich. Mhm. Und alles, was dann nebenbei noch richtig schön verschiedene Potenziale annehmen kann, also von zwei Seiten Verbindung hat. Hier so ein Beispiel, weil ich mal zeigen kann. Hier so eine typische Anwendung hat jeder im Haushalt heutzutage so einen Empfänger für Internet. Das hängt einmal auf irgendeinem Wege an der Telekomleitung dran, auf anderen Wege an der Stromleitung. Ja. Und wenn irgendwo von einer der beiden Seiten sich ein Potenzial aufbaut, dann wird ja hier zwischen in dem Gerät dafür gesorgt, dass diese Potentialspannung ausgeglichen wird in Form eines Überschlages, also eines Endergebnis. Und dagegen kann man sich natürlich entsprechend schützen. Dafür sind Sie heute Nachmittag hier, um zu sagen, wie das passiert. Was mache ich da? Ganz einfach natürlich, man kann Geräte, also direkt einen Blitzanschlag gibt es einen Blitzableiter gegen sowas für Häufiges wie eine Überspannung. Da kann man sich absichern, indem man erst einmal direkt am Gebäudeeingang, da wo die Energie noch groß ankommt, direkt was einbaut, was in der Hauptverteilung, das bauen Sie einfach in der Hauptverteilung ein. Ich halte es mal an, können wir das mit Kamera zeigen. Mhm. Dass direkt eingebaut wird dort, dass dann schon mal die Energie, wie eine Art Block, direkt abgeblockt wird gegen Erde, gegen die Erdanlage weggedrückt wird und dann schon mal die größte Energie weg ist von der Blitzüberspannung. Und dann, das Gleiche gilt für die Stromseite, aber nicht vergessen, es gibt ja noch nebenbei die Telefonleitung. Auch die hat dann auch Überspannung. Und die muss halt auch dann zum Beispiel in so einem Gerät abgeblockt werden. Auch das setzt man ein direkt in der Verteilung, da wo es reinkommt, wo die Telefoneinspeisung ins Gebäude reingeführt wird. Gehe ich los, kaufe mir das und mache das alles alleine zu Hause oder muss ich mir dafür jemanden holen? Richtig, das sind halt Materialien, die der Profi nur einsetzen kann. Ja. Das heißt, der Profi, damit ist der Elektroinstallateur gemeint. Es gibt auch noch darüber hinaus Blitzschutzfachkräfte, die dann das Ganze noch für Industrieanlagen und richtig große Anlagen noch im Griff kriegen können. Aber für normalen Hausgebrauch, jetzt privat, kann man einen Elektriker fragen. Der Elektriker kriegt dann sozusagen für ihn einen Auftrag, mach mal was. Mhm. Und er weiß dann, okay, ich gehe jetzt zu speziellen Elektro-Großhandel, wo man solche Produkte dann kaufen kann. Die Baumarkt ist nicht. Nein, weil wir als Hersteller zum Beispiel sagen, das sind Materialien, das muss ein Fachmann einbauen können. Okay. Und das muss jemand machen, der von Ahnung hat. Das haben nur Elektrofachkräfte, müssen Verteilungen aufbauen, müssen eine ganz dicke, spezielle Leitung nehmen. Mhm. Sonst wird es eher noch gefährlicher. Richtig. Kostet zwar nicht die Welt, aber der Fachmann muss es tun. Ja. Nur der weiß, worauf zu achten ist. Ansonsten haben Sie das Problem, Sie bauen sowas hier ein und Sie können ja gar nicht feststellen, ob es funktioniert. Ja. Und das ist ja auch das nächste Thema. Das unterscheidet ja auch dann den Namen vom Hersteller gegenüber so Baumarktgeräte. Die Dinger haben Garantie darauf, dass sie funktionieren. Das sind halt Fachfirmen, die das Ganze geprüft haben, die eigene Labore haben, das entsprechend auch mit allen zu machen. Und die andere Möglichkeit ist das Problem, da können Sie ja nicht sehen, ob es auch funktioniert. Sie können nicht Lichtschalter ein- und ausschalten hier und sehen, aha, das Gerät baut Blitze ab. Sie sehen das dann, die Funktion, wenn es vielleicht zu spät ist. Zahlt eigentlich dann die Versicherung nur, wenn ich solche Geräte habe und wenn ich auch einen Blitzableiter auf dem Dach habe? Also wenn ein Blitz was passiert ist? Das ist abhängig davon, was wir haben. Für Industriefirmen gibt es generell privat zu Hause. Kann sein, dass Sie noch eine gute alte Versicherung haben, die sowas noch abdeckt. Mhm. Die neueren Versicherungen, die merken ja auch schon, dass sie Probleme mit haben. Die Versicherungen zahlen über 300 Millionen Euro pro Jahr an Schäden. Früher war das so gewesen, die nehmen das teilweise aus neuen Verträgen raus. Okay. Und was man nicht vergessen darf, ist die Folgekosten, also der Ausfall. Zum Beispiel das hier, ich weiß nicht, was die Kinder zu Hause machen, wenn da plötzlich kein Internet mehr da ist. Da haben wir schon die Panik vorprogrammiert. Nächstes Thema, Heizungssteuerung. Die kriegen sie ja gar nicht mit, dass die kaputt ist. Kriegen sie vielleicht erst im nächsten Herbst mit. Die geht auch mit kaputt. Die geht auch mit kaputt. Okay. Und das ist ein Problem, wenn das nicht mehr funktioniert, dann habe ich natürlich mehr zu tun, als einfach nur mal eben was auszutauschen, Geld zu kriegen. Habe ich verstanden? Die Geräte brauche ich, damit eben das nicht passiert. Mhm. Blitzableiter da auf dem Dach brauche ich natürlich, damit es nicht brennt. Ganz wichtige Geschichten. Ist es denn eigentlich so, wenn ich jetzt in einem Mietshaus wohne, kann ich davon ausgehen, dass es relativ neu gebaut, der Blitzableiter ist oben auf jeden Fall auf dem Dach? Nein. Bei speziellen Hochhäusern
kann man von ausgehen, so ab 22 Metern, da gibt es gesetzliche Vorgaben, was zu machen. Ja. Normales Wohnhaus hat keinen Blitzschutz. Reicht es eigentlich nicht, weil das ist noch das, was ich so kenne von früher irgendwie, wenn es geblitzt gedonnert hat, haben meine Eltern gesagt, mach alles aus, alle Geräte ausmachen, Fernseher ausmachen, am besten die Steckdosen leisten, dass man die ausstaltet. Also wenn, am besten Stecker rausziehen oder halt was dafür kaufen. Ausmachen alleine hilft nicht, weil die Geräte immer noch an dem Potenzial dran sitzen, die Schalter ja sind. Die blocken nicht vor Überspannung. Die werden einfach dann, wenn die Überspannung kommt, einfach von der Blitzenergie überrollt und schlagen trotzdem in die Geräte ein. Und wenn, dann Stecker raus, ne? Und auch Telefonkabel raus. Und noch gleich, wenn Sie Breitband, also Kabelfernsehen haben, auch noch gleich mit rausstecken. Okay. Wird schon ziemlich umständlich. Wenn man zu Hause ist, geht's natürlich. Ja, klar, muss man dran denken. Wenn man im Urlaub ist, ist es schlecht. Was wir auch wissen so von früher, Sie bestimmt auch. Klar, wenn ich im Auto bin, bin ich eigentlich geschützt. Wir reden da gleich drüber. Aber warum ist das so? Hier kommt ein kleiner Film dazu. Im Grunde ist ein Auto nichts anderes als ein vollständig geschlossenes Metallgitter. Bei Blitzschlag verhält es sich deshalb wie ein Faradayscher Käfig. Physiker der Universität Köln zeigen uns, wie so ein Käfig vor Hochspannung schützen soll. Mithilfe einer sogenannten Tesla-Spule wollen sie Blitze erzeugen und so den Käfig unter Strom setzen. Die Forscher wählen eine Stromstärke, die bei einem Menschen schwere Verbrennungen hinterlassen könnte. Durch die geschlossene Konstruktion entsteht nur an der Oberfläche des Käfigs eine starke Ladung. So leitet er die komplette Spannung gleichmäßig über seine Außenseite ab. Im Innern entsteht kein elektrisches Feld. Nach demselben Prinzip schützen auch Flugzeuge und Blitzschutzanlagen an Gebäuden ihre Insassen vor Blitzschlag. Das Auto bildet also einen Faradayschen Käfig und leitet die Hochspannung eines Blitzes in den Boden ab. Allerdings kann das starke Magnetfeld im Motor die Bordelektronik des Autos beschädigen. Außerdem kann entstehende Hitze die Reifen verformen. Schlägt der Blitz während der Fahrt ein, entsteht die größte Gefahr durch die Blendung des Fahrers. Ansonsten ist das Auto ein sicherer Ort. Also ist schon mal wichtig. Wir haben heute schon überlegt mit den Buchen und den Eichen und so weiter. Also das Auto ist auf jeden Fall ein guter Raum, ein guter Schutzraum. Das Haus, würden Sie sagen, wir haben jetzt schon einiges erörtert, aber auch erstmal ein guter Schutz? Ja, wenn Sie sich im Gebäude aufhalten, normales Steingebäude, da sind ja auch elektrische Leitungen drin. Das schlägt es dann rein. Es kann zwar anschließend ein Brand entstehen. Es kann auch sein, dass man sich da elektrisch irgendwo noch was auch beschädigen kann, dass man dort Gefahren ausgesetzt ist, aber definitiv gefährlich ist es draußen, außerhalb vom Gebäude, außerhalb eines PKWs, beim auf freiem Feld da vom Blitz getroffen werde oder in der Nähe von einem Baum mich befinde, dann besteht die Gefahr, dass ich dann wirklich auch Spannung abkriege und auch Schaden von mir. Man kann davon ausgehen, 5 bis 10 Personen pro Jahr sterben durch Blitzeinschlag in Deutschland. Mhm. Und Verletzungen gibt es wirklich viele. Haben wir vor kurzem noch bei dem Rock am Ring oder jetzt Rock am Ring entsprechend noch mitbekommen. Auch da gibt es entsprechend auch schon Maßnahmen, die gemacht werden, damit sowas nicht passiert, die natürlich da mal nicht getroffen wurden. Okay. Was wir auch gefragt haben, war unsere Zuschauer, wie verhalten Sie sich bei Gewitter? Wir haben hier noch ganz interessante Infos bekommen. Das eine von Frau Stockhausen, die schreibt nämlich übers Netz, letztes Jahr war hier in Bonn auch so ein großes Gewitter. Es knallte und alle Geräte, Fernseher, Telefon etc. waren kaputt. Früher hatte ich nie Angst, aber seitdem habe ich große Angst. Hoffentlich hat Frau Stockhausen hier aus dem Gespräch was mitnehmen können. Und was auch noch aufgeklärt wurde von La Heda, man zählt die Entfernung des Gewitters in Kilometer, wenn man die gezählten Sekunden durch 3 teilt. Ach, guck, so war das. Hatten wir eben noch überlegt. So war das. Da wollte ich jetzt noch mal kurz bei Ihnen nachfragen mit der Geschichte, weil Sie gerade sagten, bei Rock am Ring, bei so einem Festival. Die bauen vor, was machen die da? In der Regel versucht man dort überall Potenzialausgleich zu machen, dass die Spannungen überall gleich sind. Ein Vogel auf dem Hochspannungsmast, dem passiert ja auch nichts. Ja. Der hat so ein Potenzial.
Und wenn man das schafft, alle auf ein Potenzial zu ziehen, gerade wenn es in der Nähe was einschlägt und alles dann im Erdbodenbereich gleich ist, dann passiert da rein natürlich nichts. Man setzt auch hohe Lampen ein, die dann den Blitze wegfangen sollen. Ach so, okay. Und Sicherheitsbereiche in den Lampen haben. Es gibt auch richtige Fachblätter drüber, die können Sie unter VDE, ABB entsprechend downloaden. Und da kann der Veranstalter im Vorfeld schon sehen, was er tun kann, um da keine Blitzschäden zu haben. Da hätte ich jetzt auch Schiss, ne? So weit kommt. Ja, klar. Okay. Viele Infos, vielen Dank, dass Sie da waren heute Nachmittag dazu. Ja, danke.